Du kannst mir hier zuschauen, wie ich diese für uns sinnlos gewordenen Hauseingangsfilter ausbaue und stattdessen ein Stück Wasserrohr mit einer Verschraubung in die Leitung einbaue. Die Filter sind eigentlich super, jedoch in jedem unserer Geräte sind schon ein oder zwei solcher Filter eingebaut. Zusätzlich haben wir vor allen Geräten einen Aquaphor-Filter mit Keimsperre gebaut. Deshalb kommen diese jetzt weg. Denn in jedem nicht benutzten Stück Rohr oder auch in den Filtern, die ich schon abgebaut habe, hat sich ein Biofilm gebildet, der einen Nährboden für alle möglichen Sachen bildet, die man dort nicht haben will. Also zur Sache. Nachdem ich das Hauptventil abgesperrt und am Wasserhahn den Druck abgelassen habe, löse ich die Verschraubungen an den Filtern mit einem 36er Gabelschlüssel. Zum Glück sind diese flachdichtend mit Überwurfmutter angebracht. Ist immer gut, mindestens einen Eimer und ein paar Lappen zur Hand zu haben, denn Wasser kommt meistens raus. Und ich kann gleich den Inhalt des Filters ausleeren. Beim zweiten Filter dieselbe Prozedur. Wobei mir allerdings eine Rohrzange die Arbeit erleichtert, da ich dort nicht so gut mit dem Gabelschlüssel hinkomme. Im Fall du unsere Videos hilfreich findest, zeig das doch durch einen Daumen hoch und einen Kommentar. Dadurch mag uns YouTube auch noch lieber und noch mehr Menschen können unsere Videos sehen. So, jetzt habe ich nur noch die Verschraubungen im Rohr. Diese rauszubekommen hilft mir wieder die Rohrzange. Ein 30er Gabelschlüssel, ein Sanitärkreuzschlüssel mit Verlängerung aus der Stufe einer alten Aluleiter. Wie man sieht, klappt es nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Also immer schön flexibel bleiben und verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Wenn du neu auf unserem Kanal bist, überleg dir doch, ihn zu abonnieren. Dann wirst du von YouTube informiert, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Die Verschraubung auf der anderen Seite geht genauso. Das zeige ich jetzt nicht, weil mir das Video sonst zu lang wird. Bisher sieht schon mal alles ganz gut aus. Jetzt gehe ich in die Werkstatt und bastel mir mein neues Rohrstück mit Verschraubung. Zum Glück habe ich eine 3/4 Zoll Verschraubung und passende Doppelnippel, also Rohre mit Gewinde. Schade für euch, sonst hätte ich euch noch das Gewindeschneiden mit einer Schneidkluppe gezeigt. Als erstes brauche ich eine grobe Feile, mit der ich das Gewinde der Doppelnippel anraue, damit der Hanf nachher besser auf dem Gewinde hält. So sieht es dann aus. Den Hanf im Uhrzeigersinn vom Gewindeende zum Anfang hin auf das Gewinde aufbringen und dünn mit Neofermit, eine Dichtpaste, einschmieren. Mit Hilfe meines Schraubstocks bereite ich meine Verschraubung schon mal vor, indem ich den Doppelnippel dort einspanne und die Verschraubung schon mal auf die beiden Rohrstücke aufschraube. Das zweite Stück spare ich mir an dieser Stelle auch wieder. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr andere Installationen sehen möchtet. Wenn genug Nachfrage besteht, mache ich dann dazu ein Video. Wieder zurück an meiner Baustelle teste ich zuerst, ob das auch so passt, was ich da fabriziert habe. Wenn ja, schraube ich nun die beiden Doppelnippel mit der Verschraubung in meine bestehende Installation. Achte natürlich darauf, dass ich die Überwurfmutter auf der einen Seite mit drauf habe. Füge noch die passende Flachdichtung in die Verschraubung und schraube diese fest. Klick Teilen hier unter dem Video, falls du dieses Video hilfreich findest. Teile es mit jemandem, dem es auch helfen könnte.
Noch weiter unten in der Beschreibung findest du nützliche Links, zum Beispiel, um dein Trinkwasser zu analysieren. Fertig. Jetzt mache ich noch eine Dichtigkeitsprüfung. Das heißt, ich gebe wieder Wasserdruck auf die Leitung, um zu sehen, dass alles dicht ist.